morning. Nein. Morning. Good morning. Nein. Was? Piss dich. Wie ihr seht, waren alle top motiviert für den dritten Tag von Budapest. Ich und meine Freunde sind für 3 Tage nach Budapest gefahren und das hier ist der dritte Tag. Ich habe fast alles mitgefilmt und es war sauschön und super lustig dort. Also, wenn euch das Video gefällt, abonnieren und liken. Bis dann. Tschüss. Hat ja gut funktioniert. Soll ich sagen, was jetzt passiert? Kannst du gerne machen. Wir checken jetzt aus. Und dann? Gehen wir auf einen Berg? Nein, wir gehen zum Heldenplatz. Nein, zuerst gehen wir in den Humana-Shop da unten und dann ins Auto. Hey Fritz. Hey Tobi. So Taschentücher. Akio. Oh. Akio. Oh, fuck. Was ist denn das, Jan? Was ist denn? Oha. Oha. Wodka getrunken. Wodka? Welche Uhrzeit haben wir? Das ist sicher 6. Ah, Jana-Stopp. Ich muss aufs Klo. Ja, gut. Es ist vor 11 irgendwann. Was machst du? Ich meine Hände trocknen. Ah, sorry. Ich muss aufs Klo gehen. Ja, gut. Geh aufs Klo. Fritz, geh raus aus dem Zimmer und mach die Tür zu. Was machst du da drin? Ich hab sie gerade fucking Polster zurückgelegt. Sorry, Alter. Tobi, Alter. Komm, schlag sie. Da geht's weg. Jetzt Bam. Weg jetzt hier. Tobi, du musst jetzt essen. Nein, ich mag nicht. Tobi, isst. Nein, ich mag nicht. Ich hab so viele Milchmäuse gegessen. Warum will das... Ich habe einen Croissant noch. Ja, saugeil. Oh, ich hab dich gerade mit einer 60-jährigen Frau verwechselt. Fast. Tobi, zieh die bitte an. So putzig. Das ist so cool einfach. Saugeil. Wie viel kostet die? 5 Euro. Ja, kauf. Ja. Erstmal habe ich einen Tobi mit einer 60-jährigen alten Frau verwechselt. Und zweitens habe ich saugeile Jacken gefunden, Alter. Die würden das saugeil. Die oben, gell? Ja. Schau mal, sie sind so proud und hängen überall ihre Flaggen auf, aber das sieht einfach so aus, als würden sie gerade irgendwie bekriegt worden sein. Hast du den Hut auch gehabt? Ja. Wir wollen zum Auto jetzt einmal in erster ja. Linie. Nach dem Auto 30 Minuten da hoch. Nein, wir wollen zum Heldenplatz fliegen. Zum Heldenplatz? Ja, wir wollen zum Heldenplatz. Fuck you, bro. Du hast gerade auch schon wie so ein NPC, oder? Ja. Alter, wer bist du denn? Der Jan hat gerade ein Polaroid-Bild gemacht. Hey, und der Trottel hat ihn blitzern lassen, das heißt, es ist alles weiß jetzt. Ey, wo ist der Batman? Tobi, schau dir mal diese U-Bahn-Station an. Die ist so schön, gell? Der Vyasok und Eutum Sarunak. Viel Spaß mit Ihrer Achterbahnfahrt. Am Ende unserer Fahrt wird es noch ein Foto von den Gästen geben. Wenn die nächste Station nicht Wörsmark die Hütte ist, sind wir falsch. Ich liebe diese U-Bahn-Station. Fuck, diese Achterbahn sind. Weil echt nicht so. Jetzt haben wir gleich das nächste Level geschafft. Dann. Jetzt, pass auf. Jawohl. Weiter geht's. Oh, wow. Zu kurz. Gesundheit, Mann. What the fuck? Das genießen wir, als sind wir in einem Game oder so. Das ist halt echt so. Das sind 3 Gebäude, aber der Platz, dann draußen und noch was. Wie kommt man da jetzt rüber? Ich muss kurz schauen, ob ich verrinnt habe. Was machen Sie, dass Sie so erfolgreich sind und so viel Geld haben? Bäckern gehen. Ich habe noch 50 Forint, scheiße. Ja, perfekt. So, wo sind wir jetzt? Am Heldenplatz in Budapest. Ich glaube, in... Alter, der hat einen Helm auf. Hey, Alter, ist mir gleich auffallen. Schau dir mal die ganzen Autos an, Junge. Alter. Alter, von hinten schaut er auch geil aus. Wohin? Zum Bus. Mani, schau mal. Wow. Ich hab mal gerade die Angst. Boah, Alter, lauf doch! Voll geil da. Ja, das haben wir eh gedacht. Da sind wir. Ist es das? Ja. Ja, es ist es! Wir waren gerade in einem sehr noblen Restaurant. Ja, wir waren ein wenig fehl am Platz. Ja, die waren ein bisschen asozial, aber. Wo ist der Nico? Wo ist der Mani? Tobi, schau, da drüben waren wir gestern. Und da auch bei der Kirche. Und? Und da auch bei dem Parlamentsgebäude. Vor allem mit so einem Rollstuhl. Tobi, du bist ja wieder da. Was? Was sagt? Was? Warum ist denn da in der Höhle? Ich hab keine Ahnung. Da war der. Wie heißt der? Tobi? Nein, dieser Drachentyp. Weißt du, der. Die eine Sage. Die Bekannte.
Der, wo dann so ein Blatt aus seiner Schulter gelandet ist und hat ihn wer da umgebracht. Vom Dingsel, mir fällt der Name gerade nicht. Wo das Blatt, der sich im Drachenblut getränkt hat. Ah, der Ding, der Siegfried, oder? Siegfried, danke. Da gehen wir gleich drüber. Leute wollen noch eine Runde winken. Was? Ja. Die winken. Winken auch. Winke, winke. Was? Fuck, die können Deutsch. Ja, zum Glück habe ich jetzt nicht gesagt, Leute, schaut, die Wichser winken. Ja, ey. Das wäre ja. Und du redest doch die ganze Zeit Deutsch, obwohl ja wohl viele Deutsch kennen. Ja, ich weiß. Gestern oder so, wo wir in den Tabakladen reingegangen sind, dann Nico so, boah, die Wichser sollen noch weiter tun, Alter, die regen mich so richtig, die brauchen so lange. Ja. Und auf einmal fängt er mit uns Deutsch zum Reden an. Der Jan hat ein bisschen Höhenangst und jetzt gehen wir über eine Brücke. Hat sich gestern schon angeschissen, na, vorgestern schon angeschissen. Aber jetzt zieh das durch, wortwörtlich angeschissen. Wer ist da rübergegangen? Ja, ja, du warst weiter als ich. Yes, ja, aber jetzt hittet es schon ein bisschen, die Höhenangst. Angelina, erklär noch mal kurz, was wir heute gemacht haben. Gerade nicht. Ich bin müde gerade. Wir waren am Berg? Nein, nein, davor. Wir waren essen? Nein. Okay. Am Heldenplatz. Richtig. Am Heldenplatz waren wir? Ja. Dann sind wir zum Berg. Dann haben wir mal essen. Ja. Mhm. Dann waren wir beim Berg und jetzt sind wir gerade auf dem Weg nach Hause. Schau mal, da ist die Matrix. Baklava, 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 ich will Baklava. Baklava, ich liebe Baklava. Ich weiß nicht, was das ist. Ich mag das nicht. Schande über. Jo, passt. Bis dann. Wir haben uns gerade ein bisschen aufgetrennt, ich weiß nicht wieso. Ein paar sind zum Auto gegangen, ein paar sind noch im Spar geblieben und haben sich was gekauft. Ich auch. Hier sind schon die ersten Gäste. Jo, was geht ab? Rechts, rechts. Nein. Warum brauchst du ihn in der Parkgarage? Weil ich ihn rauchen will. Du hast mir die gegönnt. Schoko-Bananen. So, wenn noch jemand aufs Klo muss. Jetzt passt drauf auf, schnell. Warum stellst du deine Sachen genau vor den Weg? Also genau. Das stimmt. Ja, weil der Tobi das daher steht, muss es doch nicht mal nachmachen. Sitzt schon drin, wir sind da reinkommen. Hat der einen Schlüssel? Hey, what the fuck? Hey, was? Du hast das Fenster offen lassen. Wie viel? Da alles! Ja, aber vielleicht haben sie irgendwas gestohlen oder so. Nein. So waren die Fenster komplett offen. Wir können ja mal schauen, wer das da ist zu sehen. Ich finde es gut, dass ihr das Essen auf dem fremden Auto habt. Wir sehen uns noch auf einer Raststätte, sonst ja? Eigentlich dann nimmer. Nico, Mami, ich hätte gerne das Geld fürs Hotel noch. Schmeckt dir das nicht? Also bis zum nächsten Mal. Ja, mein ja. Ja, ja. Jetzt geht's los! Los geht's! Zurück ins Österreich! 1, 2, 3, hallo, jetzt geht's los hier! There is a house in New Orleans. They call the rising sun. Ein Grumpy-Typ, so ein alter Mann. Ich warte jetzt nicht mehr auf den Dillo, dass ich fahre jetzt einfach weg. Es war meine Ehre. Ja? Ciao! Wieder auf! Tobi. Pass auf. Ja, pass du auf. We would like to ask you if you could show us now some tricks. No, not really. Okay. Es ist überhaupt kein Vlog, Alter.